Willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront 2. Letzten Part haben wir Felucia gemacht. Und naja, wir haben die KOS vernichtet. Was wir da genau gemacht haben, weiß ich nicht. Wir haben einfach nur einen Planeten befreit. Jetzt machen wir Kashyyyk erste Verteidigungslinie. Die KOS-Blockade um den Heimatplaneten der Wookies muss um jeden Preis durchbrochen werden. Ja, das heißt wieder Raumkampf. Oh je, das wird eine Runde. Okay, erste Verteidigung. Die KOS belagert den Wookiee-Heimatplaneten Kashyyyk. Durchbrechen Sie die feindliche Blockade und helfen Sie der belagerten Garnison, bis Verstärkung eintrifft. Zerstören Sie um jeden Preis das Flaggschiff der Separatisten. Ja, das machen wir doch. Wie schwer kann das denn schon sein? Zerstören Sie... Raumkämpfe sind nicht so mein Ding. Also, das ist... Keine Ahnung, das ist ein bisschen verwurstelt. Aber es ist zumindest einfacher, als ein Rennen zu fahren, finde ich. Man sieht zumindest die Gegner sau schlecht. Wegen dem All. Ja, so. Als die Separatisten-Invasion auf Kashyyyk die Republik überrumpelte, wurde eine Abteilung der 501. entsandt, um das Blutvergießen aufzuhalten, bis Verstärkung eintreffen konnte. Es war ein klassisches Selbstmordkommando. Als wir unseren Weg in die Atmosphäre von Kashyyyk kämpften, dachten die meisten von uns, wir würden den Planeten nur in einem Leichensack verlassen. Also, so wie die 501. drauf ist, hätte sie schon fast beinahe verdient. Okay. Achtung! Piloten der zweiten Welle. Ich glaube, wir brauchen V-Wing. Droidenfregatten nähern sich. Die Droiden haben eine Blockade um Kashyyyk errichtet. Wenn wir sie durchbrechen wollen, müssen wir ihre Kräfte schwächen. Piloten, konzentrieren Sie Ihre Angriffe auf Ihre Versorgungsschiffe. Ja, der V-Wing, das ist der perfekte Bomber. Und wir werden auf die Versorgungsschiffe draufgehen. Hinter mir? Sehr nett. Ich würde gerne Rückendeckung bekommen. Das wäre sau cool. Ah, ich werde beschossen hier. Das ist doch voll uncool. Was soll das? Du Wahnsinniger. Mann, Bürger. Du Wahnsinniger. Was? Mann, was war das denn? Oh, dieser behinderte... Das ist wahrscheinlich dieses komische behinderte Schiff. Ach, du Rackerlei. V-Wing, 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 V-Wing. Eins, meins, 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 meins. Du Arsch, geh weg. Na gut, dann greife ich das Schiff da oben drüber an. Autsch. Mann, was soll das, du Arsch? Hast du was dagegen, dass ich dein Schiff zerstören will? Oh Mann, dreh dich doch schneller. So, ich bin froh, dass sich das Schiff bewegt tut. Mann. Tschüss, tschüss, tschüss. Noch einer. So. Wo ist der andere? Wie zielgerichtet der auf mich schießt. Dieses behinderte Schiff. Das ist wahrscheinlich dieses KOS-Ding. Wo ist eine andere Schiff? Hä? Au. Wo ist denn der andere? Mann, dieser behinderte Trijäger verfolgt. Wo ist das Schiff? Da, nein. Komm, ich brauche eine freie Übersicht. So, jetzt können wir nochmal rumfliegen. Also, wo ist das Banken-Clan-Schiff? Über uns? Nee. Da, nein. Hä? Bin ich doof? Zerstören Sie die F... Hä? Ist das jetzt hier komischerweise verbuggt oder so? Unter dem Ding ist nichts. Da! Da ist der Bankenclan-Schiff. Es ist außerhalb des Spielfelds, okay. Das können wir vergessen. Weil wir haben schon zu viele von unseren Leuten verloren.
Das können wir jetzt schon vergessen. Mann, da sieht man nicht, also. Da sieht man das Bankenclanschiff nicht. Meine Fresse. Was mich stört, ich werde die ganze Zeit beschossen hier. Furchtbar. Eine furchtbare Tat. Na okay, aber das dürfte ja eigentlich unter 20 Minuten sein, dieser Part, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Aber, Wahnsinn. Komm, Mann, lade, die Zeit läuft. Okay, neue Runde. Kennen wir schon. Bomber nähert sich. Lauf. Eine Blockade um Kashyyyk errichtet. Wenn wir sie durchbrechen wollen, müssen wir ihre Kräfte schwächen. Piloten, konzentrieren Sie Ihre Angriffe auf Ihre Versorgungsschiffe. Das mache ich gerade. Ausweichmanöver. So, immer schön draufballern. Zack. Und Feuer. Bum. diese Bankenclanschiffe sind übrigens auch Geschütze. Falls ihr das jetzt gerade hier so mitbekommt. Feuer, noch ein letztes Mal. Ja. So. Einer. Da ist der nächste. Gut, den kriegen wir jetzt auch schnell kaputt. Wie ihr seht, haben wir jetzt noch 27 Leute, die uns helfen könnten. Ach was. Tschüss. Gott. Gott sei Dank heilen wir uns permanent. Schieß. Was mache ich denn hier? Ich weiß nicht, was ich da gerade mache. Aber es scheint zu funktionieren. So, noch einmal. Noch eine Packung. So. Yes. Aha. Die Schiffskanonen haben unsere Schilde unter Beschuss. Schalten Sie diese schweren Geschütze aus. Okay, kein Problem. Also, so. Ich wünsche bloß, das wird nicht so permanent so extrem auf mich draufballern wollen. Zack, kaputt. Yes. Autsch. Yes, Mist. Gut gemacht, Pilot. Für das nächste Ziel kehren Sie zum Hangar zurück. Okay, kein Problem. Bin schon da. So, ich bin im Hangar zurück und jetzt. Achso, landen Sie mit dem. Pilot, Sie müssen ein LAAT in den feindlichen Hangar bringen, dort landen und die internen Systeme des Schiffs zerstören. Okay. Wir einsteigen, genau. Einsteigen, alle Mann einsteigen. Noch einer. Nein, nicht aussteigen. Einsteigen, gut. Man kann auch Leute Befehle geben, mit einzusteigen. Dann sind wir wenigstens nicht ganz alleine, wenn wir da auf die Jagd gehen. Sie kommen. Es macht voll Fun, muss man sagen. Au, nein. Oh. Was? Oh Mann, das ist doch voll behindert. Muss ich jetzt warten, bis das Ding da ist, oder wie? Oh Mann, das ist doch voll behindert. Nur weil ich da so komisch eingelandet bin. Nein, jetzt. Ja, ich habe einen Transporter gestartet. Dankeschön. Ja, ich baller jetzt einfach mal mit hier. Okay, richtig lang. Das Problem bei dem Ding ist, da kann auch Jäger rausfliegen und geht. Ja, nein! Oh, lande! Also Truppen, dringen Sie zu den kritischen Systemen vor und zerstören Sie die Treibstoffanlage und die Lebenserhaltung. Achtung, Piloten der zweiten Welle, abdecken! Neuer Versuch. Nach ungefähr gefühlten 10 Versuchen, das ist das dritte Mal, alle guten Dinge sind 3. Ich werde doch wohl in der Lage sein, ein Schiff da landen zu können. Flieg rein. Diesmal nicht zu schneiden. Nein. So, landen. Gut. So, jetzt haben wir das wenigstens geschafft. Endlich. Ach, lauf. Schmeiß das Ding hin.
Ah, lauf, 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 lauf. Wo ist die Kanone? Ah, erwischt. Nachladen. Schmeißt auch eine Granate oder eher so eine Mine hin. Diese Pistole ist sehr präzise, muss man sagen. Da gehört ein bisschen Übung. Hi. Danke. Nein, nachladen, nachladen, nachladen. Ich bin froh, dass der KI ein bisschen dämlich ist. Lauf. Hi, danke. Sehr nett. Sehr nett von dir. Ja, was beschießt mich da noch? Man kann, glaube ich, auch diese Geschütze reparieren. Das wäre aber, glaube ich, eine blöde Idee. Ich glaube, das macht... Nein, nee, das ist so blöd. Hast du wenigstens irgendwas... Nee, Leben brauche ich nicht. Ah, okay. Da ist das ja auch schon geklärt. Dann nehmen wir den hier. Och, nö. Ist das Schiff da oben kaputt oder wieso? Oh, komm. Egal. Nehmen wir den längeren Weg. Nehmen wir halt den längeren Weg. Landen. Gut. Ich glaube, ich verzögere das unnötig. Ihr seht, wie gut ich in solchen Spielen bin. Wenn es darum geht, um zu ballern, um zu schießen und so weiter. Ich bin ziemlich gut im Star Wars. So, jetzt machen wir es schön mit Gewalt kaputt. Sonst noch Fragen? Noch Fragen? Glaub nicht. Willst du damit aufhören, mein Freund? Ja, jetzt haben sie's. Ja, genau. Oh je. Au, au, au. Geht doch kaputt. Eins. Zwei. Schieß. Raketenwerfer. Raketenwerfer in Position. On fire. Was? Das ging mal. Das wär jetzt cool. Pilot, ein leichter Auftrag vom Kommando. Schnappen Sie das feindliche Schlachtplan Holocron und bringen Sie es in unseren Hangar. Okay. Holocron sind, glaube ich, die Pläne, wenn ich mich nicht irre. Also so archivierte dann. Archiviertes Wissen. Ich hätte nicht den annehmen sollen. Egal. Dann nehmen wir das Holocron und verduften. Tschüss. Mann, Leute. Nimm das Holocron und aus zum Ausgang. Mist. Eieiei. Na gut, nehmen wir dich. Du hast auch eine... Nee, du hast keinen Schrot... Oh, nee. Der Klonpilot hat keine Schrotflinte. Der hat nur die Mini-Pistole. Aber ich glaube, ich bin besser. Lauf! Lauf! Nein, das LAAT-Schiff. Da geh ich bestimmt nicht rein. Ich gehe in diesen Trijäger. Weil der klein, schnell und wendig ist. Ah, wir müssen nur noch da unten hinkommen. Juhu! Und das hat auch so eine Minigun, der Trijäger. Das ist voll cool. Jetzt bloß... Wer einer von euch startet, dann werde ich aber sauer. Alle Mann auf Gefechtsstation. Okay. Wiederhole. Alle Mann auf Gefechtsstation. Alle Mann auf Gefechtsstation. Eigentlich ziemlich cool. Also das Spiel ist ziemlich cool. Und? Sehr gut. Nächstes Ziel. Welches? Gehen wir jetzt runter und befreien Kashyyyk. Achtung. Gute Idee. Hangarbereich räumen. Wiederhole. Hangarbereich räumen. Befreien wir Kashyyyk. Und jetzt? Ah, Sieg. Gut. Dann wird es auch schon mal gemacht. Cooles Spiel, cooles Spiel. Auch die Raumkämpfe sind saugeil. Auch wenn ich mich ein bisschen dämlich anstelle, aber es ist cool. 501. endlich die Separatistenblockade über Kashyyyk durchbrach.
sah ich mir lange die Schlacht an, die über dem Planeten tobte, und fragte mich, warum so viele für ein paar wandelnde Bettvorleger sterben mussten. Dann folgte ich meinem Befehl und ging runter. So viele, das sind Klone. Das sind kein richtige Leben. Was? Wieso haben die hier alle Minuspunkte? Sag mal, wie schlecht sind denn die? Schafft man das? Egal. Die Klone sind irgendwie, die sind wirklich wie Maschinen. Wandelnde Bettvorleger sind noch viel, viel besser irgendwie. Als irgend so eine geklonte Einheit. Es ist auch, naja, egal. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Gebt ein Like oder einen Kommentar. Ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Star Wars Battlefront 2. Ade.